Hallo Aquarianer, willkommen auf diesem Video, die ich für Sie besonders gemacht habe über die fünf wichtigsten Fischkrankheiten in unserem Süßwasseraquarium. Ich versuche mein Bestes Deutsch zu sprechen, ich bin von Belgien, aber ich versuche das und ich hoffe, ist das verständlich für Ihnen. Und die Krankheiten, die ich heute bespreche, ja, das sind die meist vorkommenden. Und ich zeige dir Videos und auch die Untersuchungen, die ich mache im Mikroskop in einem 10-Minuten-Video, werden Sie etwas mehr bekommen, als Sie gewöhnt sind, wenn Sie Bücher lesen oder wenn Sie auf Internet schauen. Aber ich erkläre mal, was auf unsere Fische passiert, welche Probleme da gibt auf unsere Fische, also was sie tun können als Aquarianer. Darum vielleicht sehr interessant für Ihnen, meinen Kanal, YouTube-Kanal zu folgen, dass Sie weiter noch mehr Informationen bekommen und vielleicht einen Klick zu machen, dass Sie diesen Video sehr Interesse haben, dass Sie das lieben, was ich hier für Ihnen mache, da ich versuche als Consultant eine gute Arbeit für Sie zu machen, dass Sie besser Ihre Fische pflegen. So, versuch mal bis Ende dabei zu bleiben und dass Sie damit auch unsere Fischkrankheiten, die am wichtigsten sind in unserem Süßwasseraquarium, im Griff bekommen. Und dafür sind die fünf wichtigsten Fischkrankheiten, die fünf wichtigsten sind das Ichthyo- oder Weißpünktchenkrankheit, bakterielle Infektionen, Hauttrübung mit Parasiten, Spironucleus oder Hexamita früher genannt, das sind besonders bei unseren Schickliden vorkommen, Südamerika und Afrika Schickliden. Und die Südamerika Schickliden, Discus und Scalare, sind für die meisten schon bekannt. Hautwürmer, im Besonderen bei Goldfische, Schleierschwänze, Oranda, Lebendgebärenden. Und die Nummer 1. Weißpünktchenkrankheit oder Ichthyo. Sehr bekannt bei den meisten Aquarianern, da diese Krankheit sehr häufig vorkommt. Und man kann das gut behandeln, wenn man sonst schnell dabei ist. Auch für die Prachtschmerler und die Schleierschwänze kann man noch gut heilen, wenn man gut richtig die Behandlung anfasst. Und hier sieht man schon die weißen Pünktchen auf die Redcap Oranda Schleierschwanz. Ja, man muss früh dabei sein und die richtige Anweisung folgen bei den Behandlungen, die vorgeschlagen sind bei ihrem Tierarzt oder bei ihrem Sofageschäft. Diese Ichthyos, muss ich dabei sagen, sind eigentlich lebende Tierchen, sind Parasiten. Und die bewegen auf die Haut von dem Fisch und machen Verletzungen und darauf können bakterielle Infektionen auftreten. Darum müssen sie schnell dabei sein. Dass man das sehr schnell behandeln kann und die Fische nicht weiter krank werden. Eine andere wichtige Infektion, die Nummer 2, ist die bakterielle Infektion, wie Columnaris-Krankheit. Man sieht die weiße nekrotische Stellen auf diesem Schwerträger, auch hier auf diese Beta und der Verlust von den Farben in die Schwänze von den Guppy und hier den Diskus ganz hinten, große weiße nekrotische Flecken. Verursacht durch Bakterien. Man sieht hier den Diskus auf einer Ausstellung von einem Wettkampf für Diskus nach Transport, Verletzung von dem Schwanz hier, der Brustschwanz, die nekrotische Stelle und den Kopf, auch weiße nekrotische Stelle. Alles verursacht durch Bakterien und dann muss man auch schnell auftreten, nicht warten für Behandlung, da das auch in die Kiemen weitergeht und dann geht die Fisch tot. Und wenn man einen Abstrich machen, sieht man hier auf die Haut, auf die Schuppen, hier die ganze dunkle Fleck, Milliarden Bakterien und die Columnaris kann man gut anerkennen, hier bei diesen Kolonien von Bakterien, die auf diese Stelle hier ausgezeichnet sind. Das sind so die kleine unten da, die Bakteriekolonie sieht aus wie Tubifex, eine Gruppe Klumpf auf Tubifex. Und die Bakterien bewegen sich, kann man sehen hier, wie kleine Haarchen, kleine Würmer. Sieht man hier unten an die Stelle.
So kann man eigentlich kolumnaris auch anerkennen mit einem Mikroskop, aber erstens mal die Flecke anschauen und erstens mal beobachten, was los ist mit ihrem Fisch. Und in meinem Buch erkläre ich sehr viel darüber, über die Krankheiten, die Behandlungen und die Medikamente. Und ich mache mal unten die Anweisung, wo Sie das Buch erhalten können in Deutschland. Nummer 3. Hautrübung und Grießpünktchen. Krankheit. Das sind so Flecken auf die Haut, weiße Flecken hier und hier kleine Pfefferkörnchen auf die Haut. So alles, was so mit einer Trübung mögliche Stellen gibt bei unseren Zierfischen. Und hier bei dieser Rasbora heteromorpha sieht man hier auf die Schwanze, die weiße, sehr feine Pünktchen wie Trübung, das hier auf diese Fische stellen. Muss man genau ansehen. Es ist nicht einfach zu sehen, die Trübung. Aber genau ihre Fische anschauen, das kann man das entdecken. Wie hier, die Hauttrübung bei diesen paar Platys. Sieht man hier die Platys, die bewegen sich schlecht, sieht man hier, die schaukeln und die haben so ein weißes Coating auf die Haut. So Schleimhautvergrößerung. Und das ist nicht gut. Da fängt das an und nach 24 Stunden gehen die Fische tot. Und darum hier kann man anschauen, links die Odinium von der Grießpünktchenkrankheit, sind kleine Pünktchen, und rechts Ichthyobodo, das sind ein paar kleine Parasiten, und die beschädigen den Fisch, und Verletzungen und Wunde, und dann kommen bakterielle Infektionen drauf und dann gehen die Fische tot. Ja, das ist eigentlich wieder Parasiten die Ursache. Nummer 4, Spironucleus oder Hexameter, bekannt bei Leuten, die Cichliden haben. Kommt oft in Aquarium vor. Und da sieht man hier bei Skalaren und bei Tanganika-Cichliden wie Julidichromis. Und hier sieht man da so ein Aquarium mit Diskus, die einige schon dunkle Diskus, die sich abmagern. Ab und zu haben die auch weiße Kot. Und das kann man untersuchen. Die weiße Kot kann man die Parasiten entdecken. Und auch wenn man so einen Fisch, die schon tot oder sehr schwer verletzt ist, Untersuchungen macht, da kann man drinnen in den Darm, kann man die Parasiten Spironucleus entdecken. Und die beschädigen den Darmwand. Und damit auch, ja, gibt das Problem mit der Aufnahme von Vitaminen, Mineralen und die Nutrienten. Und dann mageren die Fische ab und dann haben die sehr schlechte Versorgung und dann werden die sehr schnell krank. Und als letztens die Nummer 5, die Hautwürmer oder Gyrodactylus. Die können Verletzungen verursachen, wie hier an den Schwanz von dieser Sarasa Goldfisch oder die Guppisch hier mit schlechten Schwanz liegen am Boden und sterben. Und hier sieht man das auf Schwerträger. Schwerträger sehen wir hier, die schaukeln im Aquarium. Die haben einen Schwanz, der nicht normal geöffnet ist. Und die bewegen sich sehr schlecht. Und damit müssen wir eigentlich so schnell anfangen, eine Behandlung da reinzukippen. Und dann ein erstes Mal vielleicht einen Abstrich zu machen und zu entdecken, was ist los mit meinem Fisch? Ja, mit unseren Augen können wir nicht die Würmer sehen. Die Würmer sind auch mikroskopisch eigentlich klein. Und dafür kann man das mit dem Mikroskop verwenden. Und dann sieht man dann, ja, eine große Masse kleine Tierchen. Dann kann man mal vorstellen, wenn so viel kleine Würmer auf den Schwanz von dem Fisch ja, darauf sitzt und die Verletzungen verursacht. Und darauf treten dann auch bakterielle Infektionen auf und Flossenfall. Und die Würmer, die sie lebend gebären. Aus jenem Wurm kommt dann später eine andere Wurm daraus. Und dat geht sehr schnell. Daar muss man so gut die Fische beobachten und schnell behandeln. Ja, unsere Augen sind begrenzt. Und daher benötigen wir oft ein Mikroskop für eine genaue Diagnose. Und ein Buch mit extra Info über Behandlung und Medikamenten ist oft notwendig. Und das haben wir vorhanden. Ich bedanke mich. Sie sind dabei auf Topf von dem Berg, ihre Pflege für ihre Fische gut zu machen und zu versorgen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, dass Sie genommen haben, diese Video bis Ende anzusehen. Und damit haben Sie sicher besser Erfolg mit der Pflege von Ihren Fischen. Ich bedanke mich.